Hallo allerseits in Deutschland. Wir sind hier heute Wolgograd, Stalingrad, haben uns schon das große, riesige Monument angesehen, Antikriegsmonument in Wolgograd. Und jetzt sind wir außerhalb von Wolgograd auf einem deutsch-russischen und sogar rumänische Soldaten sind hier, die gefallen sind während der Schlacht um Stalingrad. Ein sehr beeindruckender Platz. Und man muss sagen, großen Respekt und großen Dank an die russische Seite, die den gefallenen deutschen Soldaten sehr, sehr viel Respekt entgegenbringt mit dieser sehr schönen, wenn auch traurigen, aber sehr schönen, gepflegten, tollen Anlage. Ja, hier liegen sie nun, die Opfer eines jeden Krieges. Junge Soldaten ab 18 aufwärts. Für nichts und wieder nichts sind sie alle gefallen im Krieg. Und ich muss immer wieder an das Zitat von Albert Schweitzer erinnern, der sagt, Kriegsdenkmäler sind die Friedensprediger dieser Welt. Bedeutet, wir brauchen Kriegsdenkmäler, um immer wieder ermahnt zu werden, nie wieder Krieg zu führen. So einfach ist das. Da muss man nicht lange nachdenken. Denn in Gedenken an all diese Opfer, in dem Gedenken sollte der Wunsch entstehen und die Sehnsucht aller Menschen, nie wieder dieses sinnlose Blutvergießen zuzulassen, die jeder Krieg fordert. Das jeder Krieg fordert. Und darum sind wir hergefahren mit 347 Friedensfahrern aus 16 Nationen durch 45 Städte. Und ich bin, muss ich sagen, gerade jetzt hier sehr stolz auf alle meine Freunde, die mitgefahren sind, auf alles, was wir hier jetzt in den 3 Wochen erreicht haben und erreichen werden in Zukunft. Ich denke, die Toten, wenn sie das irgendwie mitbekommen, die Seelen, die danken uns für das, was wir hier tun. Das ist Friedensarbeit für eine schöne, sichere Zukunft auf dieser Welt. Das wie dann ja.